Wie heißt du und was ist dein Beruf? Ich bin Miriam Stein und ich bin Schauspielerin. Und ich bin Volker Bruch und ich bin Schauspieler. Was ist deine Aufgabe heute Abend? Unsere Aufgabe war heute, ein Stück Blatt Papier zu unterschreiben, auf dem draufsteht, dass die Filmbranche sich vornimmt, grüner und nachhaltiger zu produzieren. Und wir hoffen, dass es auch passiert und dass wir heute nicht nur ein Papier unterschrieben haben. Ich bin da auch skeptisch, aber ich bleibe dran. Wie machst du, damit die Produktion von Filmen und Serien nachhaltiger ist? Also ich persönlich esse vegan. Das finde ich ein großer und wichtiger Schritt, weil die Nutztierhaltung für ca. 51% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Und ich finde, das müsste auch in die Richtlinien hineinkommen, dass es nur einmal die Woche Fleisch gibt und dafür ist es Demeter Biofleisch, was regional hergestellt wird. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich muss dazu sagen, dass wir natürlich als Schauspieler ein ganz kleines Rädchen sind in einer Riesenproduktion, weil es so viele Menschen da mitarbeiten. Aber wir sind natürlich auch ein sehr sichtbarer Teil, weil wir sozusagen die Gesichter sind, die man dann auch wiedererkennt. Und deswegen haben wir auch die Verantwortung, darüber zu sprechen. Wenn du bei der Produktion von Filmen und Serien was ändern könntest, was wäre das oder ihr? Also das ist genau der Grund, warum wir jetzt hier sind, weil es sozusagen es gibt ganz viele Stellen, wo man angreifen kann, wo man sozusagen grüner produzieren kann. Das ist eigentlich in jedem Department so. Das ist sozusagen jetzt beim Catering, das ist das Essensdepartment, es gibt eben die Beleuchtung, es gibt die Fahrt, es gibt die Klamotten, die Kostüme. Und da kann man überall was verändern und das müssen aber natürlich die Departments selber machen, weil wir kennen uns nicht aus, wir können nur spielen, wenn überhaupt. Das stimmt nicht. Ich habe mich schon ein bisschen informiert. Ja, aber das müssen natürlich die Departments selber machen, aber sozusagen das ist dadurch, dass das so ein großes Netzwerk an Leuten ist, die da zusammenarbeiten, sind die Kompetenzen da auch verschieden. Aber deswegen glaube ich, wäre es halt wahnsinnig wichtig, dass die Politik klare Richtlinien vorgibt, weil je mehr Menschen in einem Film arbeiten, umso komplizierter wird es. Und wenn es einfach ganz klare Förderrichtlinien gibt, die besagen, wenn ihr das nicht erfüllt, bekommt ihr kein Geld. Das ist, glaube ich, der einzig richtige Weg. Und deswegen finde ich es total gut, dass wir heute alle hier waren. Und ich sehe da noch sehr viel mehr Potenzial. Was war der letzte Kinderfilm, den du geguckt hast? Oh, wie hieß der? Eigentlich, das war auch ein Kinderfilm. Der Junge muss an die frische Luft. Zählt das als Kinderfilm? Das finde ich so ein Film für alle eigentlich. Ne? Aber ein Kind spielt halt die Hauptrolle. Das war, glaube ich, der letzte, oder? Ich überlege auch gerade. Und was wir doch auch so wahnsinnig mochten, waren diese zwei Jungs, die so Detektive und so ermitteln. Ja, das waren, ja richtig. Ja. Die haben auch ganz toll gespielt, finde ich, die zwei. Wisst ihr, wen wir meinen? Schrecklich. So sind immer Gespräche über Filme. Ich habe gerade vor kurzem in einem Kinderfilm mitgespielt. Rocker verändert die Welt. Ja. Stimmt, den habe ich natürlich auch gesehen. Da habe ich den Vater gespielt. Ja, den habe ich geguckt. Ah, ja. Ah, echt? Okay. Hast du ihn erkannt oder von dem Film? Ja, jetzt gerade so. Ja, sehr gut. Ihr braucht es. Was ist dein Lieblingskinderfilm oder euer Lieblingskinderfilm? Pippi Langstrumpf. Der ganz alte. Ja, ich fand Mio, mein Mio ganz toll. Das ist ja schon ein älterer Film. Das ist auch ein Film, ist eine Verfilmung von Astrid Lindgren. Ja. Okay, dann, das war's dann auch schon. Danke für das Interview. Sehr Danke gerne. Euch. Danke euch. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.